Freund sein. Und irgendjemand da vorne eine Fabrik gebaut. Ich habe keine Ahnung, wie die gehört. Aber wir müssen jetzt mal das Adele. Ich muss mich jetzt mit Sue treffen. Der hat mir nämlich angerufen und hat mir gesagt, dass wir über irgendwas reden müssen, Leute. Aber ich weiß doch gar nicht über was. Ich habe Sue seit Ewigkeit nicht mehr gesehen, Leute. Keine Ahnung, was da los ist, aber wir reden jetzt mit Sue. Let's go, Leute. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Und da vorne ist er, glaube ich, auch schon so. Wir gehen jetzt zu Sue. Hoffentlich ist es jemand anderes. Weil ich habe mich, wie gesagt, noch wieder aufgerüstet nach dem Bankskampf. Ich habe mein neues Schwert gemacht, Leute. Das hat aber so lange gedauert, hochzufahren. Sue, was Good geht, morning! Was geht, mein alter Königsbruder? Wie geht's dir? Wir haben ja gestern gar nicht miteinander reden können, seitdem du wieder da bist. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Ich war weg, Sue. Ich war unterwegs. Aber ich habe gestern gegen Banks gekämpft. Du hast ohne mich gegen Banks gekämpft? Warum das? Warum hast du das riskiert? Ich hab mich in eine Falle gelockt und dann habe ich gegen Banks 1 vs 1 gekämpft. Oh, sag mir bitte nicht, dass du ein Herz verloren hast. Nein, habe ich nicht, aber Banks mein Hand dagegen und ich habe mein Schwert gedrückt. Hast du ihn besiegt? Nein, ich musste mit der Schärfe 3 Axt kämpfen. Gegen Banks ist das schwierig und dann Snack Goldäpfel. Ich habe keine Chance mehr zu Snack dann. Und dann hast du dich zurückgezogen erstmal? Ja, weil meine Rüstung fast kaputt war, mein Helm war am Limit leider. Okay, Hauptsache dir geht's gut. Deshalb kriegst du jetzt erstmal ein Küsschen. Wie geht's dir? Mir geht's gut und dir, Sue, warum willst du mit mir reden? Was ist los? Ja, ich bin etwas ein bisschen sauer auf dich. Deshalb musste ich erstmal das Gespräch nett starten, denn jetzt wird's ein bisschen ekelhaft für dich. Ente, du warst jetzt mehrere Tage nicht da, es sind Sachen passiert, wo wir deine Hilfe gebraucht haben. Und dann habe ich gehört, dass du eventuell sogar jemanden verletzt hast, der eh schon am Boden war. Am Boden fast zerstört. Was meinst du denn? Und du hast nochmal drauf getrampelt, du hast nochmal drauf gespuckt. Das ist nicht cool. Was, Ju? Ich war im Urlaub, ich bin deswegen war ich nicht da. Willst du wirklich wissen, über welche Person ich rede? Über wen redest du und wen geht's? Ich weiß Willst gar nicht, du das was du wirklich meinst? Wissen, Ente? Ja, sag mir das, was habe ich getan? Ich habe doch gar nichts gemacht. Also schon Leute was Ente. Gemacht, aber die sind unsere Feinde eigentlich. Wessens Pferd ist das hier überhaupt? Goldener Günther 500? Ich habe keine Ahnung, wie das gehört. Ente, komm mit. Hä, wohin Wir denn? Haben jetzt noch eine lange Mission vor uns oder eine lange Reise. Ich werde Sue, den Namen noch nicht erwähnen. Komm rein. Oder hast du etwa Angst? Ich kann da nicht rein. Nimm die eklige Fliege da raus. Die Fliege kann da nicht raus. Ich kann da nicht reinsetzen. Die blöde Fliege. Was machst du hier? Siehst du, dass du Land gewinnst? Aber sag mal, Sue, was geht's eigentlich? Bitte sag's mir. Bitte, bitte. Komm rein, mein Freund. Oh. Leute, das ist nicht Ente, möchtest du vielleicht Ente Süßsauer oder möchtest du vielleicht was anderes? Nein, sie nicht. Ich möchte keine Ente Süßsauer. Um was geht's? Bitte sag, um was es geht. Ente. Wir werden uns gleich mit jemandem unterhalten. Sehr sauer auf dich ist. Und ich kann für gar nichts garantieren, falls dann plötzlich der ein oder andere Schwerthieb plötzlich auftauchen sollte. Warte mal, es sind Leute auf mich sauer. Da werden einmal, wartet euch auf den Banks für sauer. Chaos, Flo, Gambo, Elina, BK, IT, Alpha. Das sind echt eine Menge Leute, mein Freund. Siehst du das da vorne? Kannst du das Gobbe? Sehen? Doch, wer eigentlich, Ryan, die sind alle auf mich sauer. Steig mal aus. Siehst du das? Siehst du diese Zahl dort da hinten? Da steht ein E für Emil. Ist das nicht eine 3? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber das sind die Eiskrieger da vorne. Glaube ich, die bauen da was Neues. Ja? Ich kenne einen Ort. Dort ist es wunderschön. Wo geht es hin, Sue? Dort will ich nicht mehr fort. Sue, wo geht nie mehr nach Hause hin? Gehen. Du hast Wie geht's jetzt? Da ist nämlich die Person, die auf dich wartet. Und zufälligerweise wird's gerade sogar dunkel. Hat das was zu bedeuten? Ich weiß nicht. Ente. Ja? Viel Spaß beim Gespräch. Ich halte mich raus. Was für ein Gespräch? Mit wem denn? Ente. Aus dem Gefängnis raus, Bro!
Ja, ich bin aus dem Gefängnis wieder raus. Wie geht's dir, Bro? Das freut mich. Ja, das freut mich auch, aber weißt du, im Gefängnis, da waren echt ein paar komische Sachen. Was zum Beispiel? Hat sie da nicht gefallen? Nee, da war auch jemand, der mich irgendwie die ganze Zeit durchprovoziert hat und mich irgendwie vor dem Gefängnis die ganze Zeit gepupst hat. Ich war im Konflikt dafür, ich hab was Komisches gegessen. Wirklich, das war mein Magen, das war mein Magen. Wie, das war dein Magen? Ja, ich hab was Komisches gegessen, da musste ich die ganze Zeit pupsen davor. Du musstest die ganze Zeit pupsen? Ja, das ist gar... Nein, bitte, Abi, bitte. Ente? Ja, nein, bitte, Abi. Amir? Nein! Wollen wir das jetzt umsetzen, was wir vorhatten? Was habt ihr vor? Wo ist ihr? Wo bist du? Was habt ihr vor? Ente! Nein, was ist das? Warte mal, hey, was habt ihr vor? Ente, ich rede aus deinem Kopf! Nein, wo bist du, Stu? Hör auf damit, Amir! Ich bin in deinem Kopf, Ente! Hör auf mit Frauen! Amir, hör auf damit! Ente, guck mal, wie langsam du bist! Hey, ich hab schon genug gesehen, ihr habt Langsamkeitspfeile! Jetzt schießt er! Dafür, dass du so lange nicht da warst und die Eiskrieger irgendwie provoziert hatte! Bitte. Ich bin bereit. Für die legendäre Armbrotstrafe. Was für eine Armbrotstrafe? Ey, nein, Amir, bitte. Ah. Ich hab gerade erst meine Rüstung repariert. Bitte. Ich hab Stolz gebraucht dafür. Ente. Was denn? Bitte, Amir. Bitte. Mein Schild ist fast kaputt. Angriff. Nein. Ey, bitte. Ente, beruhig dich. Leute, warum macht ihr das? Bitte. Beruhig dich. Wieso beruhig mich? Was ist mal was? Wir werden dich nicht angreifen. Ente, warum hast du mich gehauen? Weil du mich gehauen hast. Ich hatte Angst, Mann. Ich hab dich nicht gehauen. Ich hab nur Spaß gemacht. Das ist PvP-Projekt, was sollte das? Was sollte das im Gefängnis? Du hast so Feier im Kopf. Tut mir leid. Bitte. Es tut mir leid. Warum hast du es überhaupt gemacht? Weil ich es lustig fand. Lustig? Ente, weißt du eigentlich, warum ich im Gefängnis drin war? Nein, das weiß ich nicht. Wo soll ich das wissen? Weißt du, warum ich auch Beef mit den Pauberger Rittern hatte? Weiß ich auch nicht. Ich hatte auch mit denen Beef eigentlich. Ja. Ich hatte Beef mit denen, weil ich zu den Königskriegern gehalten habe und mit den Königskriegern zusammen gekämpft habe gegen Ampelkrieger und Pauberger Ritter. Hä? Was? Ja, frag Sio. Hä? Da war ich doch auch dabei. Da warst du doch gar nicht. Sio. Ja? Im ersten großen Kampf, wo Stani sein Herz verloren hat, wer hat euch geholfen? Amir hat uns da geholfen. Ah, stimmt, Amir da hat warst doch, du da. Genau wegen uns hat er doch diese Probleme mit den Ampelkriegern gehabt. Ach so, mit denen habe ich auch ein Problem. Ja, nicht nur du, wir auch. Ja, und deswegen hat er ein Problem mit den Pauberger Rittern und deswegen wurde ich gefangen genommen, weil dieser ganze Stress deswegen eskaliert ist. Ach so. Und deswegen habe ich ein Herz verloren. Deswegen und da hast du dich über mich lustig gemacht. Aber Amir, tut mir leid, das war wirklich nur ein Spaß. Wirklich, war nicht böse gemeint. Aber ich habe sehr böse aufgenommen, Ente. Das ist nicht gut. Wie klären wir das jetzt? Keine Ahnung. Also bisher hast du mir immer nur Worte gegeben, dass dir leid tut, aber deine Taten waren immer gegen mich. Ich kann dir ein Herz von Sio anbieten. Sio gibt dir bestimmt gerne ein Herz. Er hat 3 Stück. Niemals. Guck mal, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich würde niemals was von meinen Freunden wegnehmen. Hä? Ich nehme nichts weg. Du musst dir meins wegnehmen. Ja, aber du willst es ja anbieten, dass ich ein Herz von Sio kriege. War das jetzt dein Ernst? Oder ein Herz von Stani? Ich glaube, ich mach gleich süß aus. Ich kann dir ein Herz von Stani anbieten. Stani hat viele Ärzte. Guck mal, Ente will ganz halt seine Freunde verraten. Nein, ich Ente, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wir dich hier vielleicht testen? Wie? Und jetzt endlich mal dein wahres Gesicht nein, zu, ich hab nur zu Spaß Gesicht gemacht. Bekommen? Ich weiß genau, dass ich alles in die Königskriege gemacht habe. Ich habe mein Herz geopfert. Das will ich auch hoffen, mein Freund. Ja, Ente, aber trotzdem, du hast trotzdem mich ganz halt durchprovoziert. Ich weiß nicht, also Ente, immer hast du irgendwas gegen mich gemacht. Was meinst du denn? Und deine Worte sind immer für mich, aber deine Taten sind immer gegen mich. Was ist, wenn du morgen wieder irgendwas Ekelhaftes machst? Was soll ich denn machen, Abi? Ich mach doch gar nichts. Hey, du nutzt jede Chance, um mich irgendwie anzugreifen oder fertig zu machen. Nein, mach ich gar nicht. Ich war gestern hier an der Base und hab nur geguckt, was hier ist. Und dann hat Lukas angefangen, mich zu hauen und abzuschießen. Ja, warum wohl? Ich weiß nicht, warum. Ja, wegen der Sache von mir und weil du ihm alle Herzen mit Alfie zusammen klauen wolltest. Ach so, da war ja was, stimmt. Das hab ich auch vergessen. Ja, wo du Sio und die Königskrieger verraten hattest. Ach so, da war ja was. Hoppala, das hab ich auch wieder vergessen gehabt. Das ist schon lange her. Ente, merkst du das? Deine Taten sind auch teilweise echt gegen und das muss sich ändern. Oh, was soll ich tun?
Weißt du, wann ich dir verzeihe? Wann denn? Wenn du 10 Diamanten für Sue und 10 Diamanten für mich gefarmt hast. Was? 10, 20 Diamanten? Das ist mega viel! Sue, was sagst du? Dass mal seine Taten endlich mal dafür stehen. Oh, ich bin gerade gemutet gewesen und ja. Ich rede hier die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, so, ab ihr zwei euch hier vertragen tut, weil, ja, ich mag euch ja beide und Ente ist natürlich mein Königsbruder so. Und dass er dich damals provoziert hat, ich hoffe, dass er mit seiner Entschuldigung irgendwas erreichen konnte. Und wenn du da Diamanten willst, musst du halt für sich entscheiden, aber ich will keine Diamanten. Ich hoffe nur, dass ihr zwei keinen Streit mehr miteinander habt. Oh, aber ich kann dir Dias besorgen, wirklich, bro. Es tut mir leid, Hast du einen Dia dabei? Diamant, meinst du? Hast du einen Dia dabei? Ja, hab ich. Gib mir einen Dia. Warte kurz, okay, ich geb dir einen Dia. Ja. Okay, Ente. Ja? Ich sag dir ehrlich, weil du ein Königskrieger bist und Sue einer meiner besten Freunde ist, und ja. Ich immer auf Sue mich verlassen kann, verzeihe ich dir. Wirklich, aber du verzeihst mir? Ja, aber sei dir gewiss, wenn du nicht ein Königskrieger gewesen wärst, dann hätte ich dich wahrscheinlich mit Awife und Ryan jetzt durchgejagt. Oh, nein, bitte nicht mit Ryan, das mega stink. Nein, bitte, du bist ein Königskrieger. Und Ente, ja? Ente, sollte ich jemals mitkriegen, dass du Sue verrätst, ja? Dann kann dir echt nur noch Gott helfen, weil dann werde ich dich jagen. Dann werde ich dich so jagen wie Alpha Stein. Ich werde Sue nicht verraten, aber ich kann dir aber noch sein Herzchen anbieten, wenn du willst. Sue, magst Ente? Du nicht Herzchen? Nein, ich habe Spaß gemacht. Ich setze erstmal eine Steakklatsche. Bam. Ich habe nur Spaß gemacht. Okay. Da kenne ich keinen Spaß. Nicht bei meinen Freunden. Oh, okay, danke, Amir. Danke für die Verzeihung. Bitte, es tut mir leid. Alright, Amir. Ja. Wenn was sein sollte, dann ruf mich. Ja. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich auch. Und ich auch. Wenn du fertig mit Ente bist, dann würde ich noch mal kurz mit Ente ein Wörtchen oder unter vier Augen reden, ja? Du kannst Ente haben, ich bin fertig. Okay, okay, Armin, pass auf. Wir sehen uns auch. Nein, bitte. Oh, oh. Ich geh schon. Was ist passiert? Komm, Ente. Ja? Ente, komm mal mit, mein Freund. Also erstmal cool, dass du dich vielleicht bei der Allianz, unseren Allianzpartnern entschuldigt hast. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, das tut mir leid, ich hab nur Spaß gemacht. Ich wusste nicht, dass es so ernst ist. Ja, weil Amir hat wirklich uns die ganze Zeit schon von Anfang an geholfen und ihm jetzt in den Rücken zu fallen, das war ganz und gar nicht gut. Aber ich hab nur Spaß gemacht, ich wusste nicht, dass du ernst. Ja, ich weiß. Ich hab doch auch gerade Spaß gemacht. Ente, was hältst du eigentlich davon, wenn ich bei den Eisdiegern mitmache? Hä? Wie? Du willst uns verlassen, oder was? Was musst du sagen, ob du mich haben willst und ob die Community mich vielleicht bei den Eisdiegern sehen will? Aber Sue, da gibt's ja nur noch Wurststein, ist gerade nicht auf dem Server. Alleine. Ja, wenn du mir versprichst, dass du an meiner Seite bist, dann ist sowas nicht notwendig. Ich bin an deiner Seite, Sue, ich bin an deiner Seite. Gut, ich guck mal einfach nur, was die Community sagt, Sue. Und dann sehen wir uns morgen im Livestream, ja? Okay. Pass auf dich auf. Ciao, ja, ciao. Sue. Leute, habt ihr das gerade gehört? Habt ihr das gerade gehört? Leute, Sue hat gesagt, er will den Königskrieger verlassen, Leute. Er will vielleicht zu den Eiskriegern gehen. Leute, aber wenn Sue zu den Eiskriegern geht, dann hätte ich keinen Teamkameraden mehr. Weil Stani ist gerade nicht in Minecraft Online die ganze Zeit und dann hätte ich nur noch Sue. Und ich habe auch nur noch Sue. Und wir sind so gut im Team gekämpft und MBK ist auch noch da, glaube ich. Aber dann habe ich ja gar niemanden mehr, mit dem ich spielen kann, Leute. Oder außerdem will der halbe Server mich haben. Und alleine habe ich gar keine Chance. Dann werde ich sofort von denen aufgefressen, Leute. Von Banks und den anderen. Wenn die Team auf mich draufgehen, dann habe ich da gar keine Chance. Dann kann ich nur weglaufen vielleicht. Aber dann kann ich nicht richtig kämpfen, Leute. Aber wenn Sjöns wirklich zu den Eiskriegern gehen möchte, dann kann ich ihn natürlich auch nicht aufhalten. Ich wünsche ihm halt alles Gute, Leute. Aber die Eiskrieger werden mich sicher nicht aufnehmen wegen der ganzen Army-Sache. Und damals wegen der Wife-Sache als Alpha und nicht die Wife getrappt haben, Leute. Leute, was soll ich denn machen ohne Sue hier in Minecraft? Hey, das wäre so doof, Leute. Ohne Sue habe ich doch gar keine Chance mehr. Und dann verliere ich meinen besten Freund hier im Projekt. Von alle anderen, die Abwehrkrieger, die wollen mich alle jagen. Die wollen mich alle haben, Leute. Die wollen alle mehr in den Kragen gehen. Die Paul Berger Ritter, ich weiß nicht, ob ich zu denen könnte. Der hat einen, die mich jetzt auch noch nicht verraten. Mit dem muss ich auch noch reden, Leute. Der hat mich an Banks verkauft irgendwie. Und von Banks ja Max holen wollte. Ich verstehe das auch nicht so ganz, was da abging. Oder ob Banks mich doch einen erpresst hat. Oder ich weiß nicht, was da passiert ist, Leute. Ich habe keine Ahnung, das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Aber wenn Sue jetzt nur den Eiskrieger noch wechselt, dann ist ja alles vorbei, Leute. Dann bin ich komplett alleine. Dann bin ich schutzlos. Ich habe keine Freunde mehr. Und ich habe meinen besten Teammate und meinen Duo-Partner verloren, Leute.
an die Eiskrieger, an Lukas und so. Die werden mich, wie gesagt, glaube ich, nicht aufnehmen. Weil die wahrscheinlich keine Lust auf mich haben. Ihr habt es ja gerade gesehen, das haben wir immer noch so. Weil ich den im Gefängnis angepupst habe, Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dann machen soll. Wie soll ich denn weiter noch überleben in Minecraft helfen? Wie soll ich überhaupt irgendwas machen, Leute, ohne Sue? Ich meine, wenn seine Community sagt, dass er zu den Eiskriegern gehen soll, dann wird das wahrscheinlich auch machen, weil die hört natürlich eher auf seine Community als auf mich, Leute. Aber dann bin ich komplett alleine bei den Königskriegern. Und wenn Stani dann wiederkommt, dann ist Stani wahrscheinlich dann auch eher bei den Eiskriegern dabei, anstatt mit mir, weil die Eiskrieger wahrscheinlich alle zusammen viel stärker sind, Leute. Wenn wir die weiter so auf mich sind, dann werden die mich vielleicht auch noch jagen. Dann ist jeder und sogar Sue auf dem Server gegen mich, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Mann. Aber Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Video und ciao.